Am 13. Oktober 2018 eröffnete der Digital Retro Park in Offenbach am Main. Wir waren für euch vor Ort. Beginnen wir gleich mit der Eröffnungsrede. Seligenstadt als Dekoration in einem Buchladen oder im Cinemax hier in Offenbach zum Filmstart von Ralf Reichts. 2013 hatten wir dann immer noch als Museumsprojekt unsere erste große Ausstellung für 3,5 Monate im Industriemuseum in Großauheim. Das Thema war digitale Retrokultur, wie Computer die Haushalte erobern. Dieses Thema ist auch heute noch unser Schwerpunkt, der Zeitraum, in dem die Rechner aus den Doppeletagen großer Firmen in die Wohnzimmer und letztendlich in unsere Hosentaschen gekommen. In Großauheim war es uns leider noch nicht möglich, unser angestrebtes Museumskonzept komplett umzusetzen. Aber wir schafften es immerhin, zumindest 4 interaktive Stationen mit einzubauen. Der Rest blieb damals leider noch hinter Plexiglas unerreichbar. Anfang 2014 wurde dann der Digital Retro Park offiziell als Verein hier in Offenbach gegründet. Und ebenfalls seit 2014 sind wir in der Künstlerkolonie drüben in den Zollamt Studios am anderen Ende der Frankfurter Straße mit einer Werkstatt anheimisch, welche wir gemeinsam mit Leuten aus der Offenbacher Makerszene gegründet haben. Ende 2014 haben wir den Tippmitarbeiterpassage, in der wir uns heute hier befinden. Wir blieben dran und konnten Mitte dieses Jahres endlich einen Mietvertrag vorweisen. Nun musste nur noch etwas Arbeit investiert werden, um das Museum auferstehen zu lassen. Wir haben zum Beispiel den kompletten Fußboden neu gemacht hier. Mit viel Eigenleistung wurden die Räume hergerichtet und sind nun zum Besuch bereit. Dazu noch mal ein paar kleine Danksagungen. Natürlich Unterstützer aus unserem Crowdfunding. Vielen Dank an alle unsere Spender, die uns Geräte auch zur Verfügung gestellt haben, damit unseren Fundus erweitert haben. Einen haben wir noch den Kulturmund Aventis Foundation, natürlich die Crowdfunding-Initiative. Alle Helfer und Unterstützer. Auf Facebook sind wir so kurz davor, 1000 Freunde zu haben. Und ich möchte natürlich auch noch der Firma Settis & Fey danken, die uns mit sehr viel Material und immer wieder unsere Druckaufträge auch ausgeführt hat. Also die schönen Plakate, die ihr überall seht, verdanken wir denen. Apropos zum Besuch bereit, noch ein paar organisatorische Dinge zum heutigen Tag. Abschließend bleibt mir nur noch eines zu sagen. Hier sind wir. Wir sind der Digital Retro Park. Es ist nicht alles perfekt. Wir sind ein lebendes, lebendiges Museum. Es wird wachsen, es wird sich entwickeln. Und wir freuen uns, so viele Freunde und Wegbegleiter gefunden zu haben und hoffen auf viele mehr. Und nun viel Spaß und Freude in unserem Digital Retro Park. Stefan, ich konnte dich kurz hier begrüßen zu einem kleinen Interview. Danke dafür. Du wolltest uns ein bisschen was erzählen über den heutigen Tag. Ein ganz besonderer Tag für dich, für euch, für das ganze Team. Sag mal, wie hat sich das begeben? Was haben wir hier vor Ort? Erzähl uns mal ein bisschen was. Wo sind wir hier? Genau. Wir sind jetzt hier in unserem eigenen Museum, im Digital Retro Park.
der auch von dem Verein Digital Retropark hier aus Offenbach gegründet und veranstaltet wird. Wir feiern heute endlich unsere Eröffnung, nachdem wir 3 Jahre lang nach geeigneten Räumlichkeiten gesucht haben. Immer mal wieder kurz davor standen, 2-mal kurz vor der Unterschrift mindestens, und dann letztlich endlich haben wir es doch geschafft, hier mit dem in der Walterpassage, die sehr aufgeschlossen waren unserem Projekt gegenüber, hier endlich Räumlichkeiten zu bekommen. Haben das Mitte dieses Jahres dann festgezurrt und haben dann die letzten 2,5 Monate damit verbracht, hier die Räumlichkeiten dementsprechend vorzubereiten, die Geräte aus dem Storage zu holen, abzustauben, funktionsfähigen Zustand zu überprüfen, um eben hier auf knapp 200 Quadratmetern ein bisschen die Geschichte der digitalen Historie, wann die Rechner in die Haushalte es geschafft haben, aufzuzeigen. Ja, die Geräte stehen ja jetzt hier schon alle quasi betriebsbereit. Ich gehe davon aus, das war auch ein weiter Weg, die auch in diesen Zustand zu bringen und zu erhalten. Wann kam eigentlich die Idee auf, ein Museum generell für diese digitale Kultur zu gründen? Das ist ein bisschen überlöst. Muss etwa 2011 gewesen sein. Seit 2009 gibt es hier im Rhein-Main-Gebiet ein Retro-Treffen, die HomeCon. Die ist damals von ein paar Leuten aus dem Forum 64 entstanden und sie ist nachher in einen Verein, den ersten Hanauer Netzwerkclub, übergegangen. Und es gibt noch einen anderen Hanauer Verein, den For Amusement Only, der das Flipper Arcade Museum in Seligenstadt betreibt. Und wir haben sehr große personelle Überschneidungen dort. Und dann gab es die Idee, diese Geräte, gerade Videospielkonsolen, Heimcomputer, die wir halt immer nur zu diesen Retro-Treffen 5-mal im Jahr unsere Schätze auspacken, reparieren, spielen, wieder einpacken und dann beim nächsten Mal, das Auto kann ja auch nicht zu voll werden, man hat auch nur einen Tag Zeit, muss man eben gucken, dass man nur sich dann aussucht, was man macht. Und wir hatten festgestellt, dass das Interesse an den alten Geräten immer noch sehr groß ist, nicht nur unter Leuten jetzt unserer Alterskohorte, sondern auch jüngere Leute mit dabei sind. Und dieses Wissen um die Geräte und wo diese, ja, heute hat man Geräte überall. Wir haben alle so ein Smartphone in der Tasche, das millionenfach mehr Rechnerkapazität hat als der Rechner, mit dem man damals zum Mond geflogen ist, ne? Aber die Grundprinzipien sind immer noch dieselben. Und wenn man die mal verstanden hat, kann man auch verstehen, wie es zu dieser Digitalisierung kommt und was das für Einflüsse auf unser heutiges Leben hat. Deswegen haben wir gedacht, Mensch, wir müssten mal eine Dauerausstellung, nicht nur so, haben dann angefangen, so Einzelausstellungen zu machen, mal, dass wir halt mal nur so ein Erlebniszelt auf so einem, auf dem Rochusmarkt in Seligenstadt hatten oder mal für 3,5 Monate im Industriemuseum in Großauheim. Und so begleiten auch unser Konzept ausgetestet, dass eben alle Geräte bespielbar sein sollen, erlebbar sein sollen, eben nicht hinter Kohlen und Glas, sondern dass man wirklich mit den Geräten in Kontakt tritt und eben auch allein durch das Begreifen wirklich im Wortsinne Dinge erlebt. Das wollten wir eben machen und es hat halt leider ein paar Jahre gedauert, bis wir dann heute hergekommen sind. Aber zwischendrin war sehr spannend, wir haben halt wirklich sehr viele Einzelausstellungen und Ähnliches gemacht. Ja, ich kenne einige von den Ausstellungen, ich war dort auch zugegen und fand es schon ganz klasse und freue mich unglaublich auch selber, dass wir hier in Offenbach so ein Museum jetzt begrüßen dürfen oder eröffnen können. Ich hoffe, dass es auch eine lange Zukunft hat. Aber die ganze Planung, die ganze Organisation, alles, was dazugehört, nicht nur die Geräte zusammentragen, das Warten, das Reparieren, auch das ganze Aufbauen dieses Museums, das machen natürlich nur 2-3 Leute. Wer ist denn da alles beteiligt? Also der Verein selber ist im Moment noch relativ klein. Wir sind 14 Leute. Aber also nominell 14 Leute im Verein, weil wir jetzt auch nicht aktiv neue Leute in den Verein eingeladen haben, während wir noch nach Räumlichkeiten gesucht haben. Wir wollten damit warten, bis wir jetzt hier dabei sind. Wir haben heute unser 15. Mitglied jetzt begrüßen dürfen, der spontan gleich eingetreten ist. Wir haben aber natürlich dadurch, dass wir die beiden Vereine, den Hanauer Netzwerkclub und den Formius mit Uni haben, haben wir Zugriff auf quasi nochmal 200 Leute, die auch eben mit Technologie und Rechnern und im Keller auch diese Geräte stehen haben. Das heißt, wir sind eigentlich viel größer, als wir erscheinen. Das ist so ein bisschen wie der TARDIS beim Dr. Who, ne, innen ist größer, als das von außen aussieht. Die ganze Planung und so, ja, es gibt natürlich so einen harten Kern von Leuten, die das gemacht haben, hauptsächlich der Vorstand natürlich aus dem Verein, aber auch viele, die nicht Mitglied im Verein sind, aber uns unterstützt haben. Zum Beispiel bei der Atari-Ausstellung waren Leute dabei, die jetzt eigentlich nicht Mitglied im Verein sind, aber auch mit ihren Geräten und ihrem Fachwissen mitgeholfen haben dabei. Wir haben um natürlich ein bisschen Spielgeld, um uns das leisten zu können, das zu machen. Wir sind ja kein öffentliches Museum, das heißt, wir werden nicht von der Stadt bezahlt. Es gab mal ein Konzept dafür, das haben wir aber begraben dabei, weil auch die
meisten Städte hier unterm finanziellen Rettungsschirm sind und sich gar nicht das Museum leisten können. Also haben wir das mit Eigenmitteln machen müssen und haben Ende 2014 an einer Crowdfunding-Aktion mitgemacht, die Kulturmut-Crowdfunding-Aktion von der Aventis Foundation, und haben dort tatsächlich gewonnen. Und haben deswegen etwas Startkapital bekommen, mit dem zumindest der Betrieb des Museums für ein Jahr gesichert ist. Und jetzt ist es natürlich unsere Aufgabe, weitere Spender auch aus der Umgebung dann eben zu finden, um das dann auch weiterzutreiben. Ein Museum ist immer ein Angebot. Wir müssen sehen, ob das von den Leuten angenommen wird. Wenn der heutige Tag eine erste Indikation ist, würde ich sagen, ja, da wird was draus. Und wir hoffen natürlich ganz stark, dass es auch so weitergehen wird. Ja, ich denke, das wäre eine ganz große Sache hier auch für den Standort und für die ganzen Menschen, die, wie ich sag mal, du und ich, wir sind mit der ganzen Technik groß geworden, wir lieben es, wir leben damit, und es gibt ganz viele junge Menschen, das weiß ich auch, die sich für diese Retro-Technologie auch mehr und mehr interessieren. Für die ist das natürlich auch eine tolle Sache, und ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, auch rausgehört oder gelesen, dass hier im Museum auch verschiedene Aktivitäten rund um die Retro-Technik stattfinden sollen. Ist das richtig? Genau. Wir wollen mehr sein als nur ein reines Präsenzmuseum, wo eben Geräte in der Dauerausstellung und wechselnden Sonderausstellung sind. Wir hatten in einer Ausstellung, die wir 2015 gemacht haben, Atari die guten Jahre in den Zollernstudios hier im Offenbach, hatten wir das Konzept schon mal ausprobiert, dass wir halt unter der Woche dann auch sogenannte Kulturabende veranstaltet haben, wo eben begleitend zu der Ausstellung dann Vorträge, Musik oder auch mal Workshop zum Selberlöten mit dabei war, um eben dieses Erlebnis der Technologie zu erweitern. Dass man eben sieht, was wird heute mit der Technologie gemacht. Wir haben heute zum Beispiel, ist Melted Moon da und macht Musik auf den auf Gameboys, die ja nun auch schon etwas älteren Datums sind. Wir haben so einen kleinen Sounderzeuger, haben wir selber gelötet gehabt während der Ausstellung damals. Und so ähnlich, oder Vorträge, ne, wie ist die Demoszene entstanden oder wie programmiert man Atari 2600, also alles drumherum. Das Ganze soll mehr als nur ein Museum, es soll so ein sozio-digitales Kulturzentrum werden, wo man eben auch zusammen mit zum Beispiel Leuten aus der Maker-Szene in Offenbach dann solche Veranstaltungen macht. Mit denen sind wir seit 2014 lose verbandelt, weil wir gemeinsam mit denen so eine, wir scheren uns einen Office-Space quasi, wir haben eine Bürogemeinschaft mit den Makern in den Zollamt-Studios hier in Offenbach schon seit, boah, jetzt auch schon 4 Jahre. Und jetzt werden wir natürlich nach und nach die Aktivitäten hierhin verlegen. Dafür haben wir unten den Café-Bereich als Multifunktionsbereich, um eben dort dann auch sowas anbieten zu können. Also als Veranstaltungsraum kann man den auch etwas abgrenzen, dass man auch ein bisschen lauter werden kann, ohne den Rest der Stadt zu stören. Und dass man dort eben auch Lötaktivitäten, Basteln und Ähnliches, dann Vorträge, alles machen kann. Stefan, ich hoffe, dass die ganzen Bemühungen von dem ganzen Team, von der ganzen Orga und von allen Menschen, die daran beteiligt sind, hier auf fruchtbaren Boden gestoßen sind und dass ganz viele euch besuchen kommen und das sehen wollen und an den Aktivitäten teilhaben werden. Und drücke euch ganz fest die Daumen, dass das Museum eine möglichst lange Zukunft hat. Ich danke dir für die Zeit, die du für uns hattest. Du bist heute sehr beschäftigt. Wir werden uns noch ein bisschen umsehen, und ich drücke euch ganz fest die Daumen. Vielen, vielen Dank.
damals war nur, es gab keinen Rechner, der in der Lage war, das tatsächlich auszuführen, weil die Rechenkapazität nicht genug war. Da hätte er Wochen oder Monate auf die Ausweitung eines einzigen Zuges warten müssen. Shannon hat einen Apparat entwickelt, der konnte schon ein bisschen was, aber nur 6 Figuren gleichzeitig. Was jetzt für so einen Schachspieler so ein bisschen eine Einschränkung darstellt, hat man mir zu verstehen gegeben. Hallo Matthias, du bist Gründungsmitglied hier vom Verein, der das Museum mit aufgebaut hat. Und wir haben uns hier schon einiges angeschaut, eine ganze Menge alte Computer, alte Technologie, die hier ausgestellt wird. Wie kommt man eigentlich dazu, solche Technik zu sammeln, zu warten, zu reparieren, auszustellen? Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Aber gerne. Also es gibt mehrere Gründe, alte Technik zu sammeln. Ein Grund ist, dass man mit dieser alten Technik die Funktionsweise wunderbar erklären kann. Wenn man so einen C64 aufschraubt, sieht man da drin sämtliche Baugruppen noch einzeln, die CPU, Speicher und Parallelport und dergleichen. Wenn man einen heutigen PC oder ein heutiges Notebook aufschraubt, ist dort alles in ein oder zwei großen Bausteinen verbaut. Das hat zum einen den Nachteil, dass man sie nicht reparieren kann, außer auf Platinenebene. Und man kann aber auch keine Schüler oder auch Erwachsene heranführen, wie das denn technisch funktioniert dahinter. Das heißt, die Sammelleidenschaft kommt jetzt einfach nur daher, dass man mit der Technologie aufgewachsen ist oder dass man sich eher für die Technik darin interessiert und die auch bewahren will und für die zukünftigen Generationen sozusagen präsentieren will. Wie siehst du eher die Ausrichtung? Wo kommt es eigentlich her, dieses Interesse? Also das Interesse allgemein ist, denke ich, vielfältig. Mein persönliches Interesse ist das Bewahren der Technik. Ich hatte C64 als zweiten Computer nach dem NDR Kleincomputer, aber habe damit relativ wenig gespielt. Und das Spannende für mich ist, wie funktioniert die Technik, auch jetzt an den moderneren Geräten oder auch an zum Beispiel an der Vectrex oder an einem Astroids-Automaten, der mit einem komplett technisch anderen Bildschirm funktioniert. Das macht es für mich persönlich spannend. Aber wir sind ja ein recht vielfältiger Verein. Wir haben natürlich auch die Interessenten, die sagen, oh, Commodore ist das Beste und was man damit alles toll spielen kann und was da alles möglich ist. Es gibt unterschiedliche Triebfedern für das Sammeln. Meine persönliche Triebfeder ist tatsächlich die Technik, die dahinter steht und auch die Möglichkeit, die Technik anderen zu erklären. Ja, das ist sicherlich auch für viele, die damit aufgewachsen sind, die dann später erst in die Technik reingekommen sind, auch so ein Thema, dass man die Faszination halt auch hat, heute als Erwachsener, sage ich mal, mehr zu verstehen von dem, womit man als Kind vielleicht nur gespielt hat. Man hat als Kind natürlich, wenn was kaputt war, nichts machen können. Und heute ist man damit beschäftigt, genau diese Geräte jeden Tag sozusagen am Leben zu erhalten. Aber ich spreche nochmal das Thema nachfolgende Generation an. Da hast du schon gesagt, da kann man das besser erklären. Da kann man zeigen, wie es funktioniert, auch wenn man nicht in den Chip direkt reingucken kann. Aber es ist begreifbarer, es ist greifbarer als die heutige Technologie. Und ich denke, dass ein Museum natürlich auch sowas bewahren soll und Menschen, die dann halt diese Technologie sammeln, die bauen sowas natürlich mit auf. Und wie wir schon gehört haben, der Verein selber oder das Museum selber trägt sich nicht durch Einzelpersonen, sondern durch eine ganz große Gruppe von Menschen, die damit beteiligt sind. Das ist richtig, wobei die Gruppe natürlich immer zu klein ist für die vielfältigen Aufgaben, die wir hier haben. Aber aus der Gründung ist das ja ein Projekt gewesen von zwei Vereinen und einer Privatperson. Der Digital Retro Park e.V. ist ja entstanden aus dem Projekt Digital Retro Park, getragen vom ersten Hanauer Netzwerkclub, dem For Amusement Only e.V. und Tech Mumas.
Und jetzt sind wir ein Verein und können uns damit der Ausrichtung dieses Museums hier widmen und haben jetzt natürlich dann auch andere Möglichkeiten. Dadurch, dass wir jetzt hier für ein Jahr mindestens diese Räume haben, können wir auch zeigen, was wir haben und was wir können, um eben anderen das nahezubringen, warum man so etwas sammelt, warum es wichtig ist, so etwas zu erhalten, auch um zu zeigen, was damals schon möglich war und was auch heute damit gemacht wird. Dann hoffe ich, dass man ganz, ganz viele Leute dafür begeistern kann und diesen Geist der vergangenen Jahrzehnte sozusagen weitertragen kann in den jüngeren Generationen. Dann danke ich dir recht herzlich für diese kurzen Ausführungen und wir drücken für alles ganz doll die Daumen. Gerne. Dankeschön. Ihr seid Besucher hier heute bei der Eröffnung vom Museum. Was hat euch hierher geführt? Ich fange einfach mal links an. Ja, Freunde haben mich darauf aufmerksam gemacht, unter anderem hier Toni. Und ja, da wir beide auch so ein bisschen computerspielaffin sind, auch die alten Sachen kennen, haben wir uns hier mal verabredet, weil wir uns schon lange nicht mehr gesehen haben. Und es ist ziemlich cool geworden. Also sehr viele Sachen, die ich noch aus meiner Jugend kenne oder auch noch zu Hause habe. Und fantastisches Konzept hier. Ja. Seid ihr jetzt hier aus der Region gekommen oder weiter von weiter her angefahren? So 30 Kilometer ungefähr. Also quasi schon irgendwo regional. Ja, kann man sagen. Ja, einige sind von deutlich weiter weggekommen, was mich auch überrascht hat, aber es gibt auch sehr viele aus der Nähe, die es mitbekommen haben. Es wurde ganz viel Werbung gemacht, von daher ist es schön. Ich habe gehört, dich verbindet mit dieser ganzen Technik auch so ein bisschen eine längere Geschichte, ist das richtig? Ja, kann man sagen. Also ich programmiere auf dem C64 nach wie vor oder jetzt wieder und ich habe auch mit dem angefangen und ich interessiere mich auch so allgemein für alte Rechner.
Also von deinem T-Shirt aus betrachtet, da steht Revision. Das sind die Leute, die Szene kennen, können damit was anfangen. Da ist man schon irgendwo verwurzelt und hat natürlich mit der Technik zu tun. Ja, danke, dass ihr ganz kurz Zeit hattet spontan und noch viel Spaß hier im Museum und Dankeschön. Danke dir. Gerne.